Ausnahmezustand in Beirut. 4 Tage nach der Mega-Explosion im Hafen mit 158 Toten und 6000 Verletzten eskaliert die Gewalt auf den Straßen der libanesischen Hauptstadt. Ich stehe hier bei den Protesten in Beirut, wo sich die Wut der Demonstranten in Gewalt umschlägt. Sie versuchen mit aller Kraft zum Parlamentsgebäude vorzudringen. Die Polizei reagiert, indem sie Tränengasgranaten in die Menge schießt. Es gibt überall Verletzte. Man sieht überall blutüberströmte Menschen. Die Demonstranten sind wütend. Ihre Stadt liegt in Trümmern. Sie fühlen sich im Stich gelassen und sie werfen der Regierung vor, ihr nicht zu helfen, sie im Stich zu lassen. Und deswegen sind sie hier heute auf der Straße. Excuse me, sir. Can you tell me what happened? Die Wut auf die Regierung ist überall greifbar. Demonstranten tragen Fotos von Verstorbenen oder selbstgebastelte Holzgeigen. Sie sind zu allem bereit. Das ist alles, was von meinem Haus übrig ist, genau genommen von dem ganzen Gebäude. Ich will, dass jemand Verantwortung übernimmt. Das letzte Mal sind wir weggerannt, als sie uns mit Tränengas beschossen. Das passiert nicht nochmal. Wir sind vorbereitet, das wird ihr Ende. This is the end. Gefährlich, aber wir können nicht zu Hause bleiben. Die Bilanz bisher, mehr als 200 verletzte Demonstranten. Außerdem sei ein Polizist ums Leben gekommen, meldet die staatliche Agentur NNA. Trotz massivem Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen konnte das Militär die Situation nur teilweise unter Kontrolle bringen. Die Lage bleibt auch am Abend angespannt.